Da lang. Aber da lang wird failen, weil... Riesenberg. Verdammt. Ne, die Höhle muss wohl am Fuß sein. Also... Oh. Ein Schneebär, wie süß. Da kann ich immer wieder die Anekdote erzählen, wo ich das erste Mal versucht habe, einen Schneebären zu fangen. Na, jetzt habe ich schon mir einen Pelz mitgenommen. Mein erster Versuch, einen Schneebären zu fangen, hat so geendet, dass ich relativ schnell tot war, weil der mich mit zwei Schlag aus den Latschen gehauen hat. Und da waren noch drei andere mit dabei. Das war, wo ich ganz am Anfang die Magier-Quest gemacht habe. Und ich komme hier nicht hoch, oder doch? Ach, da oben ist die... Pferd. Ach, ich schnetze gerade nicht, aber... Was bringt eigentlich so dieser Sonnenscheinschrei, wenn ich den jetzt einfach so mache? Wolkenloser Himmel. Nichts. Naja, war ja irgendwie klar. So, jetzt müsste ich hier auf jeden Fall ruhig. Also Pferd kommt ja überall hoch. Das ist ja schon wie in Oblivion. Mit Pferd gibt es keine Berge. Das war so ein bisschen lächerlich, aber... Also zu Fuß wäre ich in 1000 Jahren nicht hochgekommen. Oh. Doch, ich komme hier auch hoch. Oh Mann. Na. Nö. Doch nicht? Doch. Doch, es geht doch. Mit dem Pferd des Schicksals kommt man überall hoch. So, ich habe den Reifelsfelsen entdeckt. Was mir aber gerade so auffällt, ein bisschen von der falschen Richtung. Weil ich hätte nämlich irgendwie da oben lang gemusst. Na gut, dann machen wir mal. Trick 77 in meinem trickreichen Leben. Zack, und schon stehen wir oben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach, da hätte ich ja ewig rumreiten müssen, um hier hochzukommen. Mein Gott. Gut, dass ich dem entgangen bin. Oha. Wimmert, ja? Nee, oder? Hm, das sieht nach so einem Feuervieh aus. Ja. Mit Hund kann man auf jeden Fall super schleichen, vor allem wenn der Krach macht. Naja. Der steckt zum Glück ordentlich ein, der Feuerantro noch, aber der Blitzmagier nicht. Oha. Sebastian, ach, der lebt noch. Ich dachte, das wäre schon ein bisschen länger her, die Geschichte mit Orange Pfeifedern. Achso, ich dachte, das wäre schon ein bisschen länger her, die Geschichte mit Sebastian Lord. Jo, Axt der Reue. Kann Verzauberung. Wo geht's hier weiter? Also ich bin gerade ein bisschen neugierig. Ah ja, zum Loot. ein winziger Sehenschirm, Schneebeere, Barantia, dunkelste Dunkelkeit, kenne ich schon, wenn man nennt, kenne ich auch schon. Zarek. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier die meisten Bücher kenne. Also eigentlich alle. Müssen wir mal eine lange Liste mit Büchern machen, die ich schon habe. So, was haben wir hier? Amethyst? Nehmen wir mit. Schwarzer Sehenschein, sehr gut. Haben wir schon. Höchste Beschwörung. Herzfeuer. Schade. Ich habe ja irgendwie ein bisschen mit noch ein paar persönlichen Notizen gefunden, mit ein paar Worte von den Freund Blase hier. Ich meine, die haben den gerade, also so ein Tagebuch, das hätte ich mich jetzt mal interessiert, was er dazu sagt, was er davon hält, dass ihn der Typ so eine Axt in die Hand gedrückt hat. Tja, Sebastian Lord. Das war nicht so erfolgreich mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ahne, wie das hier schon wieder der Weg das Ziel gewesen wäre. Wie, der Feuerantrag noch ist gar nicht verbrannt, sondern als Leiche da geblieben? Der ist ja schön leicht. Kann man mitnehmen. Quasi.
Na gut, sieht ein bisschen abgebrannt aus. Ich packe mal ins Licht. Diese Feueranbrennung, naja gut. Dann zurück hier zum Dingens und dann haben wir es auch erledigt. Ach, ist das schön. Schattenmine steht auch noch da. Ach, immer wieder schön. Oha. Also wenn man die ganzen Wege wirklich rennen müsste, wäre das kein Spaß. Jetzt muss ich nochmal durch die ganze Höhle durch. Ja, ich warte nur auf das dicke Ende. Kommt sicherlich noch. Ah, die Falle. Ich erinnere mich. Mal sehen, was er jetzt dazu sagt. Also ich rechne, wie er schon tausendfach erwähnt, mit hartem Verrat. Oder mit, dass die Dinge gleich ganz anders kommen, als man denken würde. Oh, verdammt. Hier weiter noch? Bin ich jetzt mal echt zu weit gerannt, um in diese komische Höhle reinzukommen? Nee, halt, Moment. Jetzt bin ich falsch. Hier runter, genau. Uah. Ach ja, ich muss noch die... Oh, so weit. Wuff. Ja, ich soll vielleicht mal ein bisschen mehr reden hier. Ich bin gerade so schweigsam, weil ich nebenbei was esse. Ist doch gar nicht meine Art, zu schweigen. Macht man noch nicht. Ist ungehörig. Hm. Ja. Wir machen übrigens gleich noch eine Quest in Falkenregen, weil da gibt es nämlich noch gleich eine Dedra-Quest. Da muss man irgendwo auf dem Friedhof rumheinzeln. Und dann kommt da anscheinend gleich direkt die nächste. Weil ich das richtig verstanden habe. Ich lese mir das gleich nochmal durch, was ich mir aufgeschrieben habe und dann mal gucken. Ach, ihr habt die Axt. Und mein Hund. Großartig. Der hätte sterben können? Ja. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Mhm. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. Nein. Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Ja. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich. Aha. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ja, Hund findet Herrchen, Herrchen holt kosmische Axt. Alle sind glücklich. Kommt her, Kläffer. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Einsicht seid. Ich habe euch vertraut, jetzt vertraut ihr mir. Mhm. Ich glaube, ich habe gerade schon den Indien. Boah! Sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Nun zu eurem Wunsch. Ihr wollt Macht, oder? Mhm. Ihr könnt Teil einer unglaublichen Macht sein. Ihr müsst nur diese Axt eure Seele aufnehmen lassen. Ich habe nie behauptet, es wäre eure eigene Macht. Oh gut, nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres.
Tja, jetzt ist der Hund wieder mit dabei. Der Hund. Muss ja auch wieder raus, verdammt. Verdammt. Ist ja eigentlich sehr schön hier auf diesem Hügel. Und das wird auch nicht schöner, wenn man nach Schönwetter schreit. Oh, das ist recht ordentlich hier. Na gut, dann zurück nach Falkenring, mal gucken, ob das mit dem Mondschein und den, in den Friedhof funktioniert. Weil das war so ziemlich das Einzige, was ich darüber gelesen habe. Wartet, ich kenne euch doch. Ich sollte weniger essen. Da fällt mir gerade ein. Ich bin noch da. Geht vor, ich halte hier Wache. Ja. Ich muss nämlich, wie spät haben wir es überhaupt? 4:37, naja. Mal sehen, wie gut das klappt. Wahrscheinlich gar nicht. Verdammt. Lott, könntest du bitte mal... Die Mutigen sind in diesen Tagen auf der Straße unterwegs. Habe ich noch... Ach nee, ich habe gar nicht dabei, sonst... Ich habe das halt nichts gebracht, wenn ich mich unsichtbar gemacht hätte, oder? Mit einem Unsichtbarkeitszaubertrank. Warte mal, habe ich nicht diese Fail-Heiltränke gemacht, die nämlich unsichtbar machen? Weil mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich ja Lott noch was klauen muss. Aber nein, ich habe leider nichts, was unsichtbar macht. Ah, doof. Wuhu! Ich habe erfolgreich was erschlichen. Ach, ist das toll. Zum ersten Mal überhaupt, glaube ich. Gehen wir? Geht voran. Okay. Wir waren jetzt... Achso, ja, hier. Kurze Wege. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch... Ich war einmal Jarl. Aber ja, man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Ja, ist klar. Guck mal hier. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. No. Gute Arbeit, nehmt das. Was geht hier noch weiter? Ihr habt vielleicht das offene Grab in unserem Friedhof bemerkt. Die meisten Leute hier glauben, es handle sich um das Werk eines Leichendiebs. Aber die Wahrheit ist weniger angenehm. Es ist wahr, das Grab von Vigar, meinem eigenen Vorfahren, der seit Jahrhunderten tot ist. Er ist auch ein Vampir. Was? Meiner Familie obliegt es, dafür zu sorgen, dass er unter der Erde bleibt. Doch vor kurzem wurde der Schutzstein gestohlen und Vigar entkam. Hab ich's nicht umgenietet? Ja. Nein. Für den Schutzstein ist es zu spät. Vigar muss vernichtet werden. Falls das herauskommt, würde meine Familie große Schmach erleiden. Ein Vampir? Nein, habe ich Angst. Ach komm, mach ich tot. Gut. Er wird geflohen sein, um seine Artgenossen um sich zu scharen. Habe ich nicht irgendwas schon getötet, was so einen Vigar-Namen hatte? Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Na, ich muss irgendwo auf jeden Fall eine Burn Sound schon wieder? Also der Sound ist ja halt echt, also das mit dem Stream, dann muss ich mir irgendwie nochmal, technisch muss ich mich da nochmal auf jeden Fall... Oder jetzt muss ich...
Kein Ärgerspitz. Achso, ist eh gerade so ein. Oh, dann kann ich jetzt schnell zum Friedhof gehen. Was ich gerade sagen wollte, also technisch hier mit dem Stream, das ärgert mich ja wirklich sehr, dass der Sound andauernd laggt und so. Das finde ich. Wo war denn der verdammte Friedhof? Mensch. Das finde ich nicht gut. Da muss ich irgendwie mal gegensteuern. Das ist doch nicht wahr. Ich habe das ja schon letzten. Also ich habe da schon. Über euch und die dunkle Bruderschaft sagt. Oder doch? Was? Wo weißt du davon? Aber ja, es ist wahr. Ziemlich, zumindest. Ich bin noch über diesen verdammten Friedhof tausendmal rüber. Ach, da ist er doch. Mensch. Kick an. Tollkirschen. Warum wachsen denn Tollkirschen hier auf dem Friedhof? So, Mondschein. Look, Baku. Also irgendwie habe ich entweder den falschen Schrei. Nee, wolkenloser Himmel. Nebel und schlechtes Wetter. Ach. Moment. Ich glaube, Wolken werden wirklich weniger, oder? Ich nochmal schreien? Hey, es funktioniert wirklich. Nur schleichen, nicht sofort. Das ist ja toll. Schön. Naja. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Ja, wird nicht wieder vorkommen. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Ich habe gerade das Wetter verbessert, Typ. So, aber leider. Ja, sie ist auch da, aber. Ach, verdammt, hätte ich mal das richtig gelesen, also. Also, das, was ich nachgelesen habe, was diese Dietra-Quest hier angeht, war so. Ich habe nicht viel gelesen, weil ich mir ja nichts spoilern wollte, aber das hat sich dergestalt dargestellt, dass man auf den Friedhof um Mitternacht gehen soll und dann, soll da was passieren, aber. Sieht man ja. Außer Tollkirschen passiert hier nicht so viel. Und sehr seltsam geformte Gräber. Wo sei ich das offene Grab? Das wollte ich mir nochmal angucken. Blutende Krone. Ja. Ist jetzt eher nicht so doll.